Moin zusammen, jetzt geht es zu zweit nach Witchview mit 0 Beweisen. Das ist unser üblicher 8,55, das heißt, wir haben 0 Beweise, wir haben Medium Hiding Spots, der Geist kann den Raum nicht wechseln, wir können nicht sprinten. Mal schauen, wie es wird. So, die Aufgaben sind schon mal gut. Breaker scheint im Keller zu sein, ich weiß nur nicht wo, da gibt es 2 Spawns auf der Map, aber den kriegen wir auch schon zum Laufen. Ab nach Witchview. So, Kiki will diesmal den Brecki anmachen. Ich habe dir gerade erklärt, wo er ist. Mal gucken, ob sie es schafft. So, da geht's runter. Kannst dich austoben. Sie will jetzt mal unbedingt den Brecki-Dienst machen. Na, da geht's nicht zum Keller. Genau, da ist der Keller. So, ich suche hier mal kurz nach dem Knochi. Ah, letztes Versteck, okay. In der Garage ist hinten der letzte Schrank frei. Der vordere ist aber nicht frei. Kann man sich aber trotzdem merken, wenn man mal hier in der Ecke stuck ist, falls der huntet. Habe ich da gerade einen Klopfi gehört? Okay, der ist hier beim Piano in der Nähe. Ich habe hier einen Klopfi und der pustet hier auch fleißig die Kerzis aus. Okay. Entweder hier drin oder da oder vielleicht auch hier. Oh, hallo. Knochen ist auch schon erledigt. So, Kamera liegt auch da. So, dann jetzt das Wichtigste, Kruzi, um abzusichern. Und das hier. Der ist da hinten beim Piano. Den Knochen habe ich auch schon versorgt. So. Okay, wir wollen den Raum sehen, wir wollen aber auch, wenn es geht, ein paar Türen sehen, falls das ein Yurei ist. Wir machen hier auch alle Türen auf, damit wir das mitbekommen. So. Okay, der Raum ist abgesichert. Versteckt nehmen wir am besten den Kühlschrank. Das hier können wir ausmachen, das brauchen wir nicht wirklich. So, und dann verstecken wir uns da. Das heißt, dort kommt ein Kruzi hin, dort kommt ein Parabol hin und ein EMF. So. Und eine Fotokamera muss da gleich auch noch hin. So, die hier. Und hopsa. Oh, der wirft aber fleißig. Oh, sorry, meine Nase juckt. Es ist wieder Allergiesaison, leider. Das sind Lackstoffe, ey. Stampft aber auch direkt los hier, ne? Ja, ja, der macht das nur da draußen. Der hier, der backt immer aus. Da müsst ihr einmal durchlaufen bei dem Sensor, falls ihr den benutzen wollt. Im Raum selber ist schon eine Kamera. Du kannst dir die Kamera, die du da hast, irgendwo hinstellen, um den später zu beobachten. So, okay. Garage ist der Platz hinten durch. Hinten durch ist ein Versteck. So, und dann machen wir hier einmal zweispurige Straße. Je nachdem, wo er lang läuft. Ja, habe ich doch schon zweimal gesagt, dass wir den haben. So. Das hier, das ist einfach nur Munition für den Geist, falls es ein Polti ist. Ja, das ist normal. Ja, ja, das zählt aber alles noch zu seinem Raum. Der Raum geht ja bis hier vorne hin, so bis zu der gelben Taste. Da geht dieser Raum. So. Okay. So. War der Knochen, hast du noch mal eben gesagt? Der war hier im Wohnzimmer- und Esszimmerbereich so am Liegen. Okay. Dann tun wir den mal dahin. Soundsensoren kannst du ja einen nach oben stellen und einen in den Keller noch, weil da haben wir, glaube ich, noch keine. So, den tun wir mal dahin. Und dann müssen wir noch ein paar Fotos machen. Oh, Piano. Schaffe ich das zu fotografieren? Piano. Ich hab's. Ich mache auch schon mal direkt das Salz, damit das auch erledigt ist. Okay, hier ist er nicht reingelaufen. Okay. So, nehmen wir uns das mal. Ah, das. Hallo, Monsieur, wo willst du denn hin?
Der ist jetzt aber weit gelaufen. Wo ist das EMF? Ich muss gucken, ob hier irgendwo ein EMF-Reading ist, wegen Phantom. Nee, kein EMF-Reading, okay. Der ist jetzt aber sehr weit gerade gewurmt, aber ich habe kein EMF-Reading. Wenn du willst, kannst du von der Küche noch ein paar Items hier reinbringen, damit er was zum Werfen hier drinnen hat. Ich mach mal das Licht aus. Guck nochmal, ob der was macht. Ach, da ist er auch reingelaufen. Das hier habe ich, glaube ich, auch noch nicht fotografiert. Okay. Haben alle gezählt? Okay, fehlt nur noch eins. Kein Wave. Okay. Na komm, da ist noch eine dritte. Puste die mal aus. Ich meine, das war jetzt schon das dritte Auspusten, theoretisch. Parabol müssen wir noch machen. Klopfi. Ja, wo läufst du denn rum, Monsieur? Ach, das warst du. Ich dachte, das wäre der Geist. Ja, ich komme direkt. Warte mal kurz. Ja, die andere Kerze ist auch aus, aber er versucht nicht zu handeln. Okay. So, machen wir mal kurz das Parabol. Dann testen wir nämlich mal kurz auf Moroi und wir testen hier auf so auf diese, wo ist die Foto? Fotos da. Wir testen auf diese Weise jetzt einmal auf Moroi, auf Benji und vielleicht auf Phantom. Mal gucken, ob er den ganzen Weg jetzt hier rüberläuft. Wo ist der überhaupt? Wehe, der ist hinter mir. Ich meine, da ist ein Kruzi, der kann eh nicht hier handeln. Whisper. Okay, ich glaube, sie ist kurz AF Kiki. Das heißt, ich gehe jetzt kurz nach meiner Sanity gucken, merke mir den Wert und gehe wieder rein und stelle mich ins Licht. Und danach, nach ein, zwei Minuten, gucke ich, ob ich Sanity verloren habe. Und wenn nicht, dann ist es kein Moroi. Und wenn doch, dann ist es Moroi. Wo ist die denn? Okay, ich bin jetzt zwischen 73, 75, sagen wir 73 und 75, gehen wir jetzt wieder rein. Hat die sich hier draußen irgendwo hingestellt oder was? Oder ist sie im Versteck? Ach, hier hockt sie. So, jetzt sind wir im Licht. Übrigens, auf der Map hier müsst ihr vorsichtig sein, weil hier das, hier wo das Salz ist, bis, ach, ich weiß gar nicht, da vorne ungefähr, bis zur Tür so, das da, ihr seht ja den Cursor, hallo Geist, das ist ein separater Raum. Und wenn dieses Licht hier aus ist, dann zählt das, wenn ihr in dem Bereich hier steht, als im Dunkeln stehen. Da müsst ihr dann wirklich aufpassen. Entweder macht ihr dieses Licht einfach an oder ihr bleibt hier hinter dieser Linie stehen, wo ich auch das Salz platziert habe. Dann seid ihr auf jeden Fall im Licht, wenn das Licht hier an ist. Ah, ich habe ihm Gabeln gegeben. Der spielt gerade ein bisschen damit. Okay. Hey, eine schöne Fallnummer. 4004. Bis jetzt wissen wir eigentlich noch gar nichts. Ich würde aber schon mal sagen, nope zu Benji, weil der Benji würde dauernd zu mir jetzt rüberlaufen eigentlich. Und das tut er gerade überhaupt nicht. Ich glaube, das hat nicht gezählt. Mist. Okay. Das Event ist relativ früh. Wir waren ungefähr bei 73 oder sowas. Aber es kann trotzdem noch ein Shade sein. Den würde ich... Wären wir jetzt über 80 gewesen, hätte ich gesagt, sehr unwahrscheinlich, dass es ein Shade ist. Aber ja. Seht ihr das? Ja, das hört ihr. Ich weiß, der läuft gerade wieder zurück zu seinem Raum, der Geist. Aber guckt mal, meine Sanity. Die ist ordentlich runtergerasselt. Ich habe 10% verloren in der kurzen Zeit. Das ist ein Moroi. Easy peasy. Ein Moroi. Jetzt muss ich nur... Kiki, wir haben Moroi. Okay. Lass dich von dem auch mal parabolen. Paraboles liegen hier alle in der Küche rum. Kannst dich austoben. Ich habe nämlich 10% jetzt einfach so verloren. Das Event hat mich übrigens nicht berührt. Deshalb
Wenn du den Geist nicht berührst und der nicht despawnt dadurch, dann verliert ihr auch keine Sanity. Wenn ihr aber in den Reihen lauft, während er da steht und ein Event macht und der despawnt, dann habt ihr Sanity verloren. Oder wenn er da vorne spawnt und auf euch zuläuft zum Beispiel und euch erwischt, dann verliert ihr auch 10%. Außer beim Oni, da sind es 20 und beim Banshee ist es noch, wenn ihr dann das Ziel von dem seid, 15, aber 15 ist schwer zu erkennen wegen den Schwankungen. Aber der Unterschied zwischen einem normalen Event und zwischen dem Oni, das ist schon deutlich erkennbar, weil es das Doppelte ist. Hast du Whisper bekommen? Warte mal, ich will euch das mal zeigen, wie die Sanity drained. Wir warten mal, bis sie ihr Whisper bekommt. Dann zeige ich euch nämlich mal, wie die runterrasselt. Sag mir mal Bescheid, wenn du den Whisper bekommen hast auf dem Parabol. Also wenn wir, wenn ihr mit Beweisen spielt, dann macht das... Oh, Moment mal, hat sie mich doch erwischt? Moment mal. Ach, shit, ich glaube, es ist doch kein Moroi, weil, meine Sanity ist ja jetzt gar nicht mehr runtergegangen. Hä? Sag mal, wenn du den Whisper bekommst, dann testen wir das einfach so. Ich beobachte dann die Sanity. So, dann hat sie mich wohl doch irgendwie erwischt. Oder bin ich zu nah rangegangen und habe dann 10% verloren? Das kann natürlich sein, weil sie ist ja da verschwunden. Aber ich dachte, das Event war einfach nur vorbei. Oh, das übrigens, wenn ihr das hier seht auf den Soundsensoren, die 10%, das sind immer Ambient-Sounds. Ich weiß nicht. Wo läuft die denn jetzt rum? Okay, sie bleibt aber... Ja, sie bleibt in ihrem Bereich. Okay, warten wir mal kurz, bis Kiki den Whisper kriegt. So, sie hat gerade den Whisper bekommen. Jetzt. Ja, Licht auf jeden Fall anlassen in der Küche. So, jetzt beobachten wir mal, ob ihre Sanity runtergeht. Dann war es vielleicht doch vorhin das Ghost Event. Bei solchen Sachen muss man immer aufpassen. So, 73 als niedrigster, höchster 76. Geht es runter? 73? 76? Schade, ich habe mich schon gefreut. Ich dachte, wir haben Moroi. Es ist doch kein Moroi. Dann war es wahrscheinlich das Ghost Event vorhin, was da gewesen ist, was die Sanity bei mir runtergezogen hat. Schade. Gut, dass wir es nochmal gegengecheckt haben. Also sowas immer doppelt checken. Wenn ihr mit Beweisen spielt, könnt ihr es mit der Spirit Box testen. Also wenn einer eine Spirit Box Antwort bekommen habt, könnt ihr genau das gleiche Prinzip machen. Wenn ihr jetzt mit einem oder zwei Beweisen spielt. Wenn ihr mit null spielt, müsst ihr das Parabol dafür nutzen. Ja, schade. Dann war es das Ghost Event, weil die hat hier vorhin ein Ghost Event gegeben. Und ich dachte, ich bin nicht reingelaufen, aber irgendwie hat es wohl doch als reinlaufen gezählt. Okay, also ich würde mal sagen, auch kein Banshee, weil die ist vorhin hier überhaupt nicht rübergekommen. Okay. Der Brecki ist aus, kein Gin. Ich mach den Brecki mal kurz wieder an. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, wir drainen einfach... Oh, da ist doch ein Versteck. Wir drainen einfach Sanity. Und dann sind wir gleich wieder da. Ich war gerade ein paar Items hier am Sortieren. Kein Phantom. Okay, Phantom wäre auch raus. Deshalb habe ich jetzt gerade extra das Foto gemacht. Damit wir das Phantom ausschließen können. Okay, ich habe da gerade ein paar Items mal reingetan, damit sie mehr zum Spielen hat. So, Phantom wäre auch raus. So, jetzt ist es an der Zeit, Geister anhand von der Hunting Range auszuschließen. Hat sie gerade versucht zu hunten? War das das Kruzi? Ja. Okay, raus und Sanity checken. Das ist jetzt ein wichtiger Moment, weil jetzt muss man seine Sanity so gut es geht erhalten, indem man im Licht bleibt oder indem man ganz schnell rausrennt, damit man genau den Wert hat, bei dem der Geist versucht hat zu handeln. Übrigens, da war ein Airball. Ich muss also plus 5 rechnen für den Durchschnitt. Okay. Ja, ich muss plus 5 rechnen. Also, kurz bevor ich raus bin, hat mich ein Airball erwischt. Der Oni ist damit dann raus. Und wir müssen plus 5% rechnen, weil der Airball mich erwischt hat gerade eben. Das heißt, normale Hunting Range 50% dann. Das heißt, wohl kein Early Hunter. Der Shade ist auch raus und der Deochen. Ich mach mal da die Kerzen an. Du kannst ja, wenn du willst, mal auf den Kameras schauen, ob du die Kerzen im Blick halten kannst.
Der Jin ist ja auch raus, weil er so oft im Brecki gekillt hat. Und dann lassen wir den jetzt gleich dann mal einfach handeln. Nachdem wir den Onryo-Test gemacht haben und gucken mal, ob der irgendein besonderes Verhalten beim Hand hat. So. Kannst du die Kerzen sehen? Ja. Okay, wir müssen jetzt nur darauf achten, ob er versucht zu handeln, während eine Kerze da in der Nähe ist. Ich glaube, das ist gerade ein Orb, der da rumfliegt. Ein Orb. Was? Ein Orb? Ein Orb? Bist du sicher? Ja, 100%. Okay, dann haben wir einfach einen Mimic. Ganz easy dann. Die Tür ist gerade zugeknallt worden. Der hat gerade einen auf Yuhei gemacht. Hast du das gehört? Ja. Passt auf, wenn diese EMF-Readings jetzt gleichzeitig aufhören... Hat er was geworfen? Die oberen beiden. Achtet auf die 0,55 Range. Da, gleichzeitig beendet. Das war gerade eine Yurei-Fähigkeit. Also das ist auf jeden Fall dann wohl ein Mimic, der gerade einen auf Yurei gemacht hat. Okay. Also bist sicher, dass da ein Orb ist, ne? Yes. Okay, dann lassen wir den einmal handeln. Ich bin mal gespannt, was der jetzt gleich nachmacht. Ups, das Kruzi ist ja noch da drin, ne? Das Kruzi muss da raus. Schaffe ich das? Ja, das war ja klar. Ich wollte es gerade wegnehmen. Ja. Jetzt müssen wir noch mal 25 Sekunden warten. Ja, ist eben so. Ist ja nicht schlimm. So. Okay. Smutsch. Wer weiß, vielleicht macht er jetzt gleich ja ein Benji nach oder sowas. Oder ein Wraith. Bleiben wir mal hier auf dem EMF sitzen. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja gleich einen Banshee-Schrei oder sowas. Das wäre ja lustig. Hatten wir wirklich mal gehabt. Da hatten wir einen Geist, einen Mimic, der hatte einen Banshee-Schrei gegeben. War zu uns gelaufen. Und dann später haben wir auf einmal einen EMF bei uns bekommen. Da war überall Salz gewesen, frisches Salz. Und der lief durch die Sensoren zurück und hat nicht das Salz berührt. Das heißt, er hat dann in dem Moment einen Wraith nachgemacht. Das war auch lustig. Ich bin mal gespannt, was er jetzt nachmacht. Aber wenn sie da einen Orb sieht, haben wir auf jeden Fall einfach einen Mimic. Und wenn da jetzt irgendwie, wenn sie sich verguckt haben sollte, dann kann es nur noch ein Yurei sein, wegen der doppelten Türinteraktion da gerade eben. Es würde schon passen, weil er jetzt auf einmal gar nicht huntet, warum auch immer. Naja, mach ich mal Licht aus. Oh, ich wollte es gerade ausmachen. Mal gucken, was du nachmachst. Komm her, Geist. Hier. Ich glaube, der macht gerade einen Meiling nach. Macht auf jeden Fall keinen Deoch nach, also kann ich mich verstecken. Kann sein, dass er gerade einfach einen Meiling nachgemacht hat. Ja, ich komme mal kurz raus wegen den Orbis. Du siehst die Orbis noch, ne? Bin ich mal gespannt. Ja. Aber ist ja lustig, dass er da gerade eben einen auf Yurei gemacht hat. So. Wo ist denn der Orbi am Flattern? Ah, da ist er. Ja, okay. Hast du Mimic drin? Nee. Moment. Unten rechts irgendwo müsste der sein. Yes. Okay, dann Abfahrt mit Mimic. Ups. Aufgaben sind alle erledigt. Geist ist eingetragen. Alles drei Sterne. Wir haben den Knochen gehabt. Das heißt, müsste jetzt ein Perfect Game sein eigentlich. Der Mimic ist natürlich immer praktisch, ne? Da muss man nicht groß überlegen, was für ein Geist ist das. Dann ist man da jetzt nicht 20 Minuten oder so noch am Festhängen. Ha, ist das jetzt ein Spirit oder ein Goryeo oder ein Yurei? Mimic ist bei Null Beweisen eigentlich der einfachste Geist zum Ermitteln, weil ihr kriegt immer einen Orb. Und bei Null Beweisen dürftet ihr eigentlich gar nichts kriegen. Der Mimic gibt euch aber trotzdem den Orb, weil er technisch gesehen kein Beweis ist oder irgendwie so, weil es als Fähigkeit wohl zählt. Deshalb ist beim Mimic immer der Orb da, auch wenn ihr alles ausgeschaltet habt. Schwierig wäre es, wenn die das machen würden, dass man den Orb nicht sieht bei Null Beweisen. Aber sie haben es zum Glück ein bisschen einfach gelassen.
19 Mal hat sie den Geist gewechselt, in ungefähr auch 19 Minuten. Wie ihr seht, sie wechselt jede Minute den Geist. Wir hatten 4 Events, einen Hand. Knochen war im Dining Room. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.